Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem nächsten neuen Video. Heute habe ich für euch meine Bettwäsche dran zum Waschen. Ich habe heute das Tide Instant Powder White and Color genommen. Das ist ein normales Universalwaschmittel für buntes und für weißes. Es ist mit fast wenig oder gar keiner Bleiche drinnen, also 5% wären drinnen und man kann es auch eine Zeit lang für buntes und für weißes benutzen. Das habe ich jetzt zum Test da. Ich habe hier meine Bettwäsche vorbereitet, die ist bunt und eher hell und zum perfekten Abschluss von der Wäsche nehme ich das Bocher Classic. Das duftet wirklich einzigartig. Ich habe euch in den letzten Videos meine Azur-Linie gezeigt, von denen das Blaue, das duftet wie das Quanto. Das duftet eher komplett anders, aber ganz frisch und es ist wirklich perfekt. So, wir werden jetzt mal die Maschine auffüllen und dann geht's weiter. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Die Maschine hat 9 Kilo Trommel. Es ist nicht jetzt die Professional 9 Kilo, aber es passt schon sehr viel hinein. Und da werden wir schauen, wie weit ich die Maschine befüllen kann. Mein Ringlight ist gerade umgefallen, weil ich da das mich unvorbereitet da jetzt auf die Wäsche gewagt habe. So, ich habe nicht den vollen Korb genommen, obwohl der volle Korb reinpassen würde in die Maschine. Ich habe eben den halben Korb reingetan, da diese Baumwollbettwäsche auch sehr gerne zum Knittern neigt und auch die Maschine nicht übervoll gefüllt werden soll. Somit soll da eine Handbreite drinnen noch Platz haben. Wir sehen, dass die Wäsche sich gut eben waschen kann und auch nicht knittert. Ich nehme das Instant Powder von Tide. Wir sehen, es ist eher so mit bunten Partikeln drinnen und es ist ganz gut eben mit dieser neuen Rezeptur. Ist es ganz gut auch lösbar in der Maschine. So, ich gebe sie mal da rein. So, es ist alles drinnen. Wie ihr seht, ich habe auch zwei Farbauffangtücher drinnen. Die gebe ich extra rein in die Maschine, weil wenn das Pulver mit wenig Bleiche oder halt nur Colorpulver benutzt wird in der hellen Wäsche, neigt die dazu zu vergrauen. Und auch aus diesem Grund gebe ich gerne diese ganzen Farbauffangtücher drinnen, dass die Wäsche natürlich nicht so schnell vergraut und auch diese ganzen Reste an Farbe, die sich da ausspülen in der Lauge, auch damit aufgefangen werden. Ich habe hier eine Kappe vom Weichspüler drinnen, von Superkonzentrat. Das ist das Klassik. Ich lebe immer Klassik in allen Varianten. Und ich habe einen Kalktab drinnen. So, jetzt starten wir mal die Maschine. Ich gehe auf das Express, aber meine liebe Ehefrau hat mir den Strom weggenommen. So schaut es dann aus, wenn es heißt, kein Strom für die Waschmaschine. Und jetzt werde ich gleich das umstecken und das Handy werden wir irgendwo anders hinstellen. Welcome back. Wir sind da, die Maschine startet schon. Ich nehme gerne 90 Grad mit einem Spülen plus und werden wir die volle Drehzahl zum Schleudern nehmen und das klassische Kurzprogramm und die Maschine startet jetzt. Das Wasser geht die Ökoschleuse schließt sich und jetzt geht's los.
So, die Maschine startet jetzt mit ihrem Mengenautomatik-Rhythmus und jetzt wird sie gleich das nächste Mal Wasser nachziehen. Das Teilwaschmittel ist eigentlich sehr gut. Das ist die europäische Variante anscheinend, weil es in so Säcken drin ist. Es tut sehr gut schäumen und was ich auch sagen muss, es hat eine gute Schaumbremse. Je wärmer das Wasser, desto weniger Schaum bildet sich und die Maschine hat dann keinen Schaumstopp beim ersten Zwischenschleudern. So, die Maschine hat ihre 90 Grad erreicht. 38 Minuten, 37. Auf 30 Minuten wird sie dann die Laugenabkühlung machen oder vielleicht vorher. Und dann geht's aufs Spülen. Ich habe wie immer meinen Tipp und Trick für die Beko mit dem ganz, 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 ganz wenig Weichspülkonzentrat in die Hauptspülkammer, das ihr seht da drinnen, damit die Maschine keinen Schaumstopp hat und auch die Maschine nicht überschäumt beim Schleudern. Da wir das alle, die Beko besitzen, kennen, dass die Maschine sehr gerne überschäumt. Wie ich euch erklärt habe vorhin am Anfang des Videos, ihr könnt sehen, je heißer das Wasser, desto weniger Schaum bildet sich in der Maschine. Das Tide hat die Schaumbremse. Eigentlich hat es meiner Meinung nach eine bessere Schaumbremse als mein Professional Ariel in Österreich. Und es ist auch meiner Meinung nach richtig dosiert, weil es auf jeden Fall nicht zu viel Schaum gebildet hat, weder am Anfang noch jetzt. So, jetzt haben wir die Laugenabkühlung. Ihr seht, hier wird eingespült und auf 32 Minuten. Es ist eine Mini-Laugenabkühlung, es wird nicht viel Wasser reingepumpt. Und dann, ihr seht, Schaum ist weiterhin aufgelöst. So, das erste Spülen. Natürlich mit viel Wasser schäumt es auch viel mehr. So, meine Lieben, wir sehen uns dann später. Bye bye. So, und während oben die Maschine spült, habe ich hier schon den letzten Spülgang bei der Kochwäsche, bei meiner LG. Die Maschine ist im letzten Spülgang. Das Wasser ist sehr kalt, sieht man.
Ich habe nicht den Medigreens, habe ich nicht gestartet. Und dann sehen wir uns beim Entladen der Beko. Die LG war jetzt nur kurz im Video dabei. So, die nächste Wäsche ist drinnen, die wasche ich auf 60 Grad mit 1200 Umdrehungen, Spülen Plus auf Express, weil da habe ich ein bisschen feinere Bettwäsche drinnen, habe auch das Tide drinnen. Die Wäsche ist schon fertig und sie duftet fantastisch, das Boho duftet lustigerweise komplett anders, wenn es aus der Waschmaschine kommt, und nach dem Trocknen duftet es wiederum noch anders und es ist so frisch und toll. Ich liebe es, das Klassik, genauso wie das Azur, das Blaue. So viel war von mir heute, das geht jetzt in den Trockner hinein und wird kurz angetrocknet, dann wird es oben aufgehangen auf meinen Wäschedachboden. Und da ich noch im Urlaub bin und im Ausland und auch natürlich hier eben im Haus bin und nicht in einer Wohnung, habe ich eben ein Privileg mit einem Dachboden oben, wo ich die Wäsche von, wie gesagt, wetterunabhängig aufhängen kann. So viel von mir, meine Lieben. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video und einen schönen Wochenbeginn und eine schöne Woche. Bye bye, euer Mwostar. Baba.